Episode 2 – Das Modell. Was passiert denn heute? Heute nimmt das Okapi Gestalt an. Dafür fertigen wir eine Form an. Also es wird erstmal aus Plastilin so ganz grob modelliert. Das ist genauso wie Knetmasse. Und das machen wir so, damit man eben gleich schon so die groben Proportionen hat, um nachher die ganzen Details anzulegen. Von diesem Plastilinmodell wird dann eine Silikonform gemacht, aus dem wir dann die Wachsfigur rausziehen, die dann eben auch noch sehr grob ist. An der wird dann gearbeitet, bis eben alle Details vorhanden sind. Aber warum gerade Wachs? Dieses Wachs nehmen wir, weil das sehr dankbar ist, das Material. Wenn was abbricht, dann kann man es einfach wieder dran machen und man kann eben spanabhebend arbeiten und man kann auch wieder was auftragen, wenn man zu viel abgenommen hat. Man kann viele Details noch erkennen, also Fellstrukturen und die Nüstern und die Augen und so weiter. Also man kann das sehr gut abbilden und es lässt sich prima mit dem Silikon abformen und deswegen arbeiten wir gern mit dem Wachs. Und wie lange dauert das alles? Bis das Modell fertig ist, kann ganz viel Zeit vergehen. 3 bis 4 Wochen sitzt man an so einem Modell und allein die Fellstruktur, dafür braucht man schon 2 bis 3 Tage. Also es ist schon ganz schön viel Herzblut, was man da reinlegt in so eine Figur. Und deswegen kann man dann auch ganz stolz sein drauf, wenn es dann endlich fertig ist und weiter in die nächste Abteilung gehen darf.